Wir sind am Start, bist du es auch? Man weiß es nicht. So, trotzdem. Wo sind wir? Und wann geht's hier endlich richtig rund? GLaDOS 1 gegen 1. Ja, da wäre ich dabei. Will ich hier runter? Es gibt Kuchen! Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Kuchen. Sie hat mich schon wieder betrogen. Nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Ja, Speck! Das war wirklich reizend. Toilette. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Ich habe eine Portalkanone. Jetzt bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Ich habe blau und orange. Aber im Ernst, mach's gut. Das ist meine Chance. Jo, Johnny, was geht? Hey, Fred damals. Michael. Okay, du dich. Peter, ja gut, das lass mal lieber. Oh, du warst beschäftigt. Ja. Tja, wir könnten Bitch. Natürlich hier rumsitzen und einander anstarben, bis jemand tot umfällt. Ich gewinne. Aber ich habe eine bessere Idee. Ja, aber ich würde, weil ich gewinnen würde. Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Hallo? Ich hasse dich so sehr. Zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam. Ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Tja. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Ja. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Ja, bin ich dabei. Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern. Bereit für den Transfervorgang? Jawoll. Beschädigter Kern. Bereit für den Transfervorgang? Nein. Oh ja. Nein. Pakt entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Na, fuck. Ja. Außer ein Pakt-Mitarbeiter ist vor Ort, um die Pakt-Auflösungstaste zu drücken. Lass mich drin. Pakt-Auflösungstaste. Tu nicht so schnell. Fuck. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Ich bin autorisiert. Du bist nicht berechtigt dazu. Hör nicht auf sie. Ja, stimmt. Du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast etwas viel Wichtigeres, nämlich einen Finger. Und damit drückst du den Knopf. Dann kann sie uns nicht töten. Aha, Bitch. Hat gelöst. Part-Auflösungstaste. Los geht's. Activated. Und wenn das wehtut, wenn das richtig wehtut, oh, daran habe ich nicht gedacht. Tschüss. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Weg von mir. Nein! Stopp! Nein! Ah, genieß die Show! Nein! Doch! Aber auf die Kabine, dass ja keiner reinlugen kann, ja? Da können ja komische Dinge passieren. Sieh dir das an! Geschafft! Jetzt kontrolliere ich die ganze Anlage! Oh, yeah. Schau dir das an! Nicht schlecht, was? Riesiger Roboter! Gewaltig! Bin ich nicht furchteinflößend? Natürlich! Oh, ja, der Fahrstuhl. Den rufe ich jetzt. Danke. Fahrstuhl, komm! Wo ist er? Wie klein du doch aussiehst da unten. Ich kann dich kaum erkennen. So unwichtig und bedeutungslos. Alter! Da fällt mir was ein. Ich hatte Geburtstag. Wie soll ich da reinkommen? So riesig wie ich bin. Ich hab's. Du steigst in den Fahrstuhl und ich schleudere mich aus meinem neuen Körper in den Fahrstuhl, wenn du an mir vorbeikommst. Genial! Perfekt! Ich finde die Idee gut. Sind dann nur die rumfliegenden Glasscherben, wenn ich in den Lift geschossen komme. Wird schon. Ich bin resistent. Bleibt der Fahrstuhl auch stehen, wenn ich mich hier raus entferne. Dann hängen wir in einem kaputten Fahrstuhl voller Glasscherben 15 Meter über den Boden. Fuck. Ach komm, steig einfach ein und die Details ergeben sich, wenn es soweit ist. Ja, wie dein Meisterplan hier gerade, der hat auch super funktioniert. Wo ist der Fahrstuhl? Ja, wo ist der Fahrstuhl denn? Ach, da! Ach so, wusste ich doch nicht. Ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man, ist das cool. Konfetti, die letzte Tüte. Hast du das gesehen? Ich bin ein verdammtes Genie. You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann es abrufen.
Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Ja, bist du. Du gehst mir auf den Sack. Als Maul. Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Echt? Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Nö. Ich war das. Der winzig kleine Weekly hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt? Das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Nein. Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Hm. Und was hast du gemacht? Nichts. Ja, du bist auch der Hacker-Künstler. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Ich. Wer ist der Boss? Ich. Das bin ich. Ich. Ich schieß dir ins Auge. Die Kekse sind fertig. Danke, Oma. Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Ganz ehrlich, damit hättest du meinem Vater-Tochter-Tag den ersten Platz gewonnen. Jetzt lebt sie darin. Wohin wollte ich nur mal gesagt haben? Entschuldige, was? Ich höre gar nicht zu. Es war deine Stimme. Nein, du lügst. Du bist der Tumor. Du bist kein normaler Schwachkopf. Du wurdest so konzipiert. Ich bin kein Schwachkopf. Du bist der Schwachkopf, der mich zum Idioten machen sollte. Na, was sagst du jetzt? Wer ist dir der Schwachkopf? Könnte ein Schwachkopf dich in diese Ja, könnte er. Wenn er einen riesigen Körper hat, ganz natürlich. Denkst du denn, ey? Ja, du denkst wahrscheinlich gar nichts, weil du Schwachkopf bist. Boah, jetzt nicht auf dem Arm Wheatley hier rumreiten. Rumreiten, halt's Maul. Er kann doch auch nichts dafür, dass er scheiße und dumm ist. Und scheiße dumm wohlgemerkt, ja. Das darf man nicht vergessen. Hallo. Na, wie läuft's? Wo? Hey! LOL, wusste ich noch gar nicht. Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlebt, den haben wir also. Yes. Das ist schon mal ganz gut. Da wir scheinbar nicht weiterkommen, das heißt, wir kommen weiter, mit entsetzlicher Geschwindigkeit, aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Okay. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, ja, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation. Ja. Gut. Du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Ja, ich fand es eine gute Idee. Gut, geht noch. Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben. Nope. Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Ich könnte dich ja festhalten, wenn ich darf. Ich darf nicht, okay. Ja, ich würde dich gerne aufnehmen, aber ich kann nicht. Ja, tut mir fast leid. Und eigentlich auch nicht. Da hat man schon mal so eine super Portalkanonen-Aufnehmen-Software und es geht nicht. Fuck! Erstmal den letzten Schluck hinterkippen. Flasche gleich leer, aber scheiß drauf. Dort gönnen wir uns, Kinder. Dort gönnen wir uns, ne? Prost! Prost, ihr Säge. Prost, du Sack, ey. Tschüss, Gladys! Dieses eklige Brackwasser, ey. Komm, wir verbrennen uns erstmal. I would just wanna watch the world burn. Wir können nicht brennen, ah, scheiße. Das war unser Lebenstraum und wir mussten ihn aufgeben. Ich glaube, wir gehen einmal weiter. Ob wir Gladys retten oder nicht, entscheiden wir dann spontan, ja. Ob es uns auf den Sack geht oder nicht. Aber wir haben hier einen Scheinablaus-Prozessor. Der wird uns im Endkampf noch sehr, sehr nützlich sein. Das spoilere ich jetzt mal. Naja, nee. Vielleicht. So ein Scheinablaus-Prozessor. Kannst ja auch nichts verlieren mit im Endeffekt. So, trotzdem.
Sollte ich hier irgendwo ein Portal setzen? Hallo? Nein. Oh, die Wand sah prädestiniert für Portal aus. Schade. Okay, wo kann ich ein Portal setzen? Ich sollte weniger random und mehr zielen, habe ich das Gefühl. Nee, da hinten. Auch nicht. Nein. Alter, wo soll ich denn das Portal hinsetzen? Ich kann mich an die Stelle erinnern, dass es relativ schwer zu finden war wohl. Da? Nein. Oh, warte, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen näher ran, um meine Augen anzustrengen. Ja, das ist peinlich. Ich werde mich da nicht so äußern an der Stelle. Trotzdem müssen wir... Ich glaube, wir müssen hier wirklich irgendwo oben ein Portal hinsetzen. Nur wo ist die Frage. Nur wo hört sich an wie Niveau und das ist hier Fehlerplatz. Haha. Halt da! Das sieht nach irgendwas aus? Nein, nicht. Sieht nicht nach irgendwas aus. Da auch nicht. Das gibt's doch nicht. Vielleicht sollte ich... Alter! Ich sollte erstmal weitergehen, bevor ich dumme Dinge mache. Leck mich im Arsch, ey. So. Da. Ich versuche jetzt einfach nur Step by Step. Das kann nicht so schwer sein. So. Wir können hier runter. Also machen wir das doch, bevor ich wieder nach irgendwelchen ominösen Portalen suche. Hält sich aus. Keep out, do not enter. Komm, wir gehen rein. Wir gehen rein. Do not enter, keep out, warning, condemned, danger, warning, keep out. Ich kann nicht lesen. Ja, das musst du auch respektieren, ich kann nicht lesen. Und eine Portalwand wäre ganz schön. Gibt's nicht. Ansicht, halt! Ah, stimmt ja! I remember! Halt da oben, da oben. Okay, das war in Portal 1 nicht so mit diesem Mausrad. Zumindest weiß ich nichts davon, deswegen habe ich das nicht so drin als Steuerung. Aber gut. So, jetzt. Ich sehe noch nichts. Da hinten, nein. Da hinten auch nicht. Da auch nicht. Hier über mir irgendwo? Nein. Wer hat eine Portalfläche für mich? Muss ich da unten? Oh, nee, da bin ich hergekommen. Das macht keinen Sinn. Nein. Das gibt's doch nicht. Muss ich ein Portal? Also, okay, ich muss wahrscheinlich doch da unten irgendwo. Von da unten. Ach, da. Ja. I see. Sorry. Warning. This enrichment shaft may contain unsafe quantities of cosmic ray spaltation elements. Kosmische Strahlung ist gesund, ja? In gewissem Maße. Ist halt doch alles irgendwie nur der gesunde Shit. Bin mir nicht ganz sicher. So. Portalflächen, do not enter, keep out. Bla, bla, bla. Wer hat eigentlich die ganzen Schilder hingestellt? Durfte der hier hin? Ja? Frage ich mich auch, ob das so in Ordnung war alles. Aber gut. Mystisch. Was ist gruselig und mystisch gleichzeitig für kleine Kinder? Geh mystisch. Ja. Das war jetzt irgendwie nicht so gut, aber es sollte irgendwas mit Gemüse sein und. Ja, ich halt's mal. Entschuldigung. Sorry, Bob. Aber gehen wir erstmal hier rein. Da drüben können wir auch hin. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir drücken Knöpfe. Was? Hatch Rick. Jetzt habe ich nicht gelesen. Hatch Reclusion Override. 1, 2, 3. Okay, ich muss am Portal, glaube ich. Oder. Ich setze es, glaube ich, lieber da. Dann komme ich direkt rüber. So. Muss mal, Ich war gerade diesen schönen Stromkasten am Bewundern und diese Apparaturen und... Och, was ist jetzt denn los? Huch! Da kann ich mir ja gar nicht erklären. Ich hab da nichts mit zu tun.